und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich zeige euch heute ein sehr besonderes Video. Ich probiere nämlich heute eine Fuchsstute aus und sie heißt Linnea. Und richtig, richtig cool finde ich ja, dass ich sie sogar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und das finde ich wirklich so, so, so toll. Ich habe mich richtig da gefreut und ja. Ich werde sie heute zum zweiten Mal reiten. Also ich habe sie schon einmal zum ersten Mal geritten. Das habe ich bloß nicht mit aufgenommen. Leider. Aber heute werde ich sie zum zweiten Mal reiten und mal sehen, wie es wird. Und ich freue mich auch schon richtig, weil sie ist total lieb. Sie zappelt nicht rum am Anbindestrick. Und ja, also sie ist richtig, richtig brav und lieb und schmusig. Also sie ist echt richtig knuffig und sie hat auch so eine große Blässe wie Schako hier vorne am Kopf und das ist auch richtig, richtig süß. So, also ich habe schon meine Sachen für Linnea zusammengepackt, also meine Reitsachen und wir fahren dann gleich zu meinem Trainer und probieren sie das zweite Mal aus. So, und übrigens, ich werde sie heute wahrscheinlich auch wieder ein Parcours springen. Vielleicht auch ein bisschen höher als letztes Mal, weil letztes Mal hat es eigentlich schon relativ gut geklappt mit ihr. Und ja, also ich freue mich, wie gesagt, schon richtig, richtig doll. Und freue mich auch, sie wiederzusehen. Und mal sehen, wie es heute wird. So, wir sind jetzt unterwegs. Die Sonne ist ganz schön doll. Also nicht wundern. Und wir sind jetzt auch in 15, 20 Minuten auch schon angekommen. Und ich freue mich schon. Hatte ich auch mit Linnea schon Training. Es lief wirklich gut. Meine Mama hat mich beim Trab und beim Galopp, beim Abreiten dann auch noch mal gut aufgenommen und sie lief echt super. Hallo. So, jetzt kommen wir auch schon gleich zum Springen und bei dem ersten Steiler kam ich etwas weit. Das habe ich aber gleich beim zweiten Steiler dann verbessert. So, ich kam ja jetzt auch schon öfter ein bisschen besser an den Sprüngen ran und ihr seht, manchmal schafft sie es noch nicht so richtig, auf meine Hilfen zu achten und kann dann noch nicht gleich nach dem Sprung umspringen. Und wie ihr seht, sie ist echt vor den Sprüngen immer sehr, sehr, naja, schnell. Sie hat sehr viel Zug und deswegen wird sie natürlich auch mit dem Pellhelm geritten.
So, jetzt fange ich auch schon gleich mit meinem ersten Parcours an. Und den haben wir erstmal so weit auf A1 Stern bis A2 Sterne hochgelassen. Und später haben wir das in ein, zwei Löcher höher gemacht. So, bei dem Stall, der jetzt kommt, da habe ich mich wirklich ein bisschen verschätzt. Aber trotzdem hat sie mir dann Gott sei Dank noch den Arsch gerettet. Nach dieser Kombination kommt auch gleich die nächste Linie. An dem Wassergraben, da kam ich entweder zu weit oder zu dicht, weil das echt eine sehr blöde Linie war. Aber ich habe es trotzdem immer noch mal gut hingekriegt. So, jetzt war ich auch schon mit dem ersten Parcours fertig und ich fange jetzt auch schon gleich den zweiten Parcours an. Wie ihr seht, haben wir unsere Meinung doch geändert und haben beim zweiten Parcours die Höhe doch so gelassen wie vorher. Wenn ich sie zum dritten Mal reite, haben wir uns gedacht, dass wir dann erst die Sprünge ein bisschen höher machen und haben es heute dann auf Nummer sicher gelassen. So, diese Linie war vorne etwas weiter und hinten etwas zu dicht, aber trotzdem war es noch gut. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Und habe Linnea noch ein bisschen gekuschelt und ihr auch ein Leckerli gegeben. Wir sind jetzt auch schon wieder auf dem Rückweg und es hat heute sehr, sehr doll Spaß gemacht. Und ich komme an manchen Sprüngen manchmal ein bisschen dichter, manchmal auch ein bisschen weiter. Aber es war ein bisschen besser, also es war besser als das erste Ausprobieren. Und ja, es hat auch total Spaß gemacht und sie war auch total brav drauf wieder. Und sie wurde einen Tag davor aber nicht bewegt, deswegen war sie so ein bisschen fix heute unterwegs. Aber es hat trotzdem total Spaß gemacht und ich konnte sie auch heute mit dem Pellhelm auch besser zurücknehmen als letztens. Weil letztens hatte ich immer Angst, mit dem Pellhelm so doll einzuwirken, aber bei der ging das eigentlich. Also bei heute ging das eigentlich, da konnte man schon ein bisschen einwirken. Und ja, dann hat es auch ganz gut geklappt und ja, wir fahren jetzt nach Hause, ne Mama? Und dann ist das auch schon alles soweit, ja, fertig. Schon längst zu Hause angekommen und es hat heute total viel Spaß gemacht, Linnea zum zweiten Mal wieder zu reiten. Und ihr habt ja im Video auch gesehen, dass sie schon ganz schön viel Zug hat, deswegen wird sie halt auch ja, sehr oft mit dem Pellhelm geritten. Aber da gehen wir halt auch alle ganz vorsichtig mit um. Und ja, also wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und ihr könnt auch gerne noch auf die Glocke tippen, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, ja, wann ein neues Video von mir hochgeladen wurde. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und heute war ja ein etwas kürzeres Video, aber ich hoffe natürlich trotzdem, das hat euch gefallen. Und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.